Das hatte ich euch beim letzten Mal gar nicht gezeigt. Hier ist ein Bunker direkt an der Straße. Schön zugeschüttet. Hier sogar noch mit Lüftungsrohr. Nicht schlecht. Hi Leute, ich bin zurück an meinem Abenteuerspielplatz. Hat mir keine Ruhe gelassen. Ich muss mir das unbedingt noch mal anschauen. Es hat förmlich in meinen Fingern gekribbelt. Ja, und ich bin heute nicht alleine. Natürlich ist der Patrick wieder dabei. Da versteckt er sich hinter der Statue. Verstärkung sozusagen. Ja, wir gucken uns das jetzt hier mal so ein bisschen genauer an. Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen ins Haus oder ans Haus auch nur ran, weil es gibt tatsächlich ein Betreten-Verboten-Schild. Aber es gibt ja noch andere spannende Sachen hier zu entdecken, ne? Patrick, habe ich dir erzählt. Nach dem Motto, zwei Augenpaare sehen besser als eins, werden wir uns das hier noch ein bisschen genauer anschauen. Also seid gespannt. Ja, es sieht tatsächlich alles ziemlich ramponiert und lost aus hier alles, aber vor dem Haus steht da eben ein Auto. Ich glaube, es ist ein Volvo oder sowas, ein alter. Und ich habe keine Lust, dass wenn wir jetzt hier um die Ecke kommen. Scheiße. Okay, ich glaube, das beantwortet meine Frage jetzt endgültig. Da kommt die Post. Ich würde sagen, Patrick, wir hauen jetzt schnell wieder ab hier. Jetzt kriegen wir tatsächlich noch Stress. Okay, so wie es aussieht, ist das Haus definitiv nicht verlassen. Nicht, dass der Postbote dem Mann jetzt Bescheid sagt, dass wir hier rumlaufen. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt hier ganz schnell wieder ab. Ja, was war das wieder für eine geile Aktion gerade. Wir wollten wirklich gerade schauen, um die Ecke schauen, aufs Grundstück drauf, dann kommt die Post angefahren. Okay, jetzt haben wir wenigstens Klarheit. Jetzt laufen wir hier so einen Waldweg entlang, versuchen ums Haus rumzulaufen auf den Lost Place. Was hast du da im Bunker gefunden? Da geht es tatsächlich runter, Leute. Das ist offen. Aber das ist nur wirklich so ein Wasserspender, Wasserreservoir. Aber schon interessant trotzdem, oder? Auf jeden Fall. Das hat er auf jeden Fall gehört. Lass uns schnell mal hier weg. Patrick, ja? Wir sollten vielleicht ein bisschen unauffälliger vorgehen. Wäre besser. Ja. Mir ist eben echt das Herz in die Hose gerutscht, als das Auto kam. Der Patrick, der steht da einfach, winkt noch schön, ja. Also, du bist echt der Knaller. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal fast vom Postauto davon laufe. War schon eine geile Aktion. So, jetzt schauen wir uns hier unten etwas unterhalb des Hauses nochmal die Grube an. Das kennt ihr von meinem Video schon. Der Patrick kennt das noch nicht. Kannst du das alles hier nochmal schön anschauen. Und dann geht's weiter. Ach ja, genau, Leute, kann man einfach schön sehen. Ja. Eine Waage tatsächlich. Eine Waage. Ja. Krass, wie alt das sein muss. Die ist mir gar nicht aufgefallen in meinem letzten Video. 14.000 Tonnen. Ich habe gar nicht hier in das Gebäude reingeschaut. Ich glaube, das ist die Firma für euch auch kennen, Leute. Guck mir sogar noch eine Zeitung an. Ja, die wird noch nicht so alt sein, glaube ich. Ne, 22 ist die. Ja, siehst du. Ich habe mir hier diese neue Monster-Taschenlampe geleistet letztens. Mit, keine Ahnung, ein paar tausend Lumen. Da könnt ihr sehen, wie es wackelt. Wackel nochmal. Ja, hier ist nichts. Eine Waage halt. Ja, da hätte ich vielleicht das letzte Mal schon mal reinschauen sollen. Ja, jetzt wo ich weiß, dass da jemand wohnt. Wir sind hier total in Sichtweite von dem Haus. Aber es scheint den Typen nicht zu interessieren. Umso besser. Der Patrick schaut sich jetzt noch das Klohäuschen da hinten an. Und dann gehen wir weiter. Patrick, das ist für den
Typen da bestimmt noch spannender als Netflix, wenn ihr so zwei Trottel beobachten kann, wie die rumlaufen. Glaub und alles sich anschauen, exploren, ey. Warum nicht? Du kannst gucken, ich lang mal nicht. Hier gerade so einen kleinen Tunnel entdeckt, durch das das Wasser hier fließt. Versuchen gerade irgendwie mal dahin zu kommen und wenigstens mal reinzuleuchten. Das sieht schwierig aus. So, ich bin jetzt doch mal hier runter gekraxelt. Kurz reinschauen. Ach nee. Der ist zugeschüttet hier. Toll. Dafür den ganzen Stress wieder gemacht hier. Manchmal klettert man einfach umsonst hier. Ja. Die Meere da vorne herunter, wenn hier vorne über so einen Bach klettert und so halt. Und ich die ganze Mühe auf. Ganze Mühe umsonst. Zugeschüttet hier. Im Hintergrund der Eingang. Jetzt muss ich erst mal sehen, wie ich hier wieder hochkomme. Meere, ich komme so in Hälfte hier. Brauchst du nicht, alles gut. Ja, sah sehr vielversprechend aus. Aber das war wieder mal ein Satz mit X. Ja, aber anscheinend war das wohl auch mal ein Schieferstollen gewesen, sonst wäre es jetzt nicht zugeschüttet worden. Vielleicht auch einfach nur so ein Durchlauf, keine Ahnung. Aber ich gehe wirklich mal von Stollen aus. Ist jetzt auch egal. Wir gehen weiter und suchen weiter. Diese Pflanze hier, die sehe ich im Winter öfters. Das hier. Wo der Patrick meint, das sieht minimal aus wie Cannabis. Das ist ja Cannabis, komm ich nächstes Mal hier. Mhm. Wenn ihr wisst, was das hier für eine Pflanze ist, dürft ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin neugierig. So, wir steuern jetzt direkt auf diesen Lost Place zu, diese riesige Scheune. Sollten uns etwas beeilen, denn... Es wird dunkel, Leute. Ja. Wir haben jetzt vielleicht schon eine Stunde Tageslicht, dann war es das. Können wir hier die ganze Zeit mit den Taschenlampen rumlaufen, da habe ich auch keinen Bock drauf. So, da sind wir wieder. Was ich euch bei meinem letzten Video nicht so genau gezeigt habe, ist, wie lang diese Scheune hier ist. Können wir gerade mal einmal drum rumlaufen hier. Also ist schon durchaus nicht klein das hier. Aber auch nichts großartig Besonderes. Das ist halt eben ein Heulager. Und es riecht auch verdammt extremst hier überall nach Heu. Aber besser, es riecht nach Heu als nach Verwesung. Aber ihr seht schon, das Ding hier ist schon ein Brocken. Aber teilweise schon ganz coole Gravities hier. Es ist auch mega ruhig hier. Das ist halt eben gerade das Coole an den Plätzchen hier. Es ist ziemlich weit weg vom Schlag und hier kommen nur wenige Leute vorbei. Außer Jäger oder Förster oder sowas. Ich glaube, hier hat man echt... Hier kann man tagelang seine Ruhe haben. Ich liebe solche Plätze. Leute! Da ahnt man nichts Böses. Okay, das ist nur so ein Loch. Ich habe schon gedacht, ich hätte hier schon Stollen Nummer 5 wieder entdeckt. Das wäre perfekt ohne. Ja, ich sag ja. Leute, wenn ihr Bock darauf habt, dass wir hier einen Overnighter veranstalten und dabei ein paar Stollen suchen und uns die anschauen, dann lasst uns gerne mal ein paar Likes da. Wir hätten da auch mega Bock drauf, oder? Das auf jeden Fall, Leute. So, Patrick, jetzt bin ich gespannt, ob du die Stollen alleine finden kannst. Ah, okay. Da muss man Stollenradar mal anschmeißen. Ja, mach mal dein Stollenradar an. Es ist nicht so schwer. Okay.
Jetzt schmeiß mal dein Stollenradar an, komm. Ich bin sonst ganz im Sonntag auf die Fresse geflogen. Ich glaube, da hinten, wo. Es wird warm. Der Baum ist. Warm, aber noch nicht heiß. Hinter dem Baum. Ich will was rein. Ich glaube, sofort, als ob hinter dem Baum gefallen. Jetzt wird es ganz heiß. Und Bingo! Langsam! Nicht, dass du nochmal hinfällst. Das findet man nicht so auf Anhieb, ne? Nee. Das sieht aber cool aus. Und was ich das letzte Mal noch entdeckt habe hier, da oben. Da bin ich vorgestern hochgeklettert, Patrick. Ja. Traust du dich? Klar. Dann schaust du dir mal an. Warum nicht? So, wir haben jetzt hier an dem Hang alles abgegrast. Zwei Stollen gefunden. Aber leider keinen weiteren mehr. Im Frühjahr mal reinschauen. Jetzt wäre das nicht so cool wegen den Fledermäusen. Wir beenden jetzt unsere bekloppten Tour. Wir haben jetzt so ein bisschen im Wald gesucht, aber außer den Stollen, die ich sowieso schon entdeckt habe, nichts mehr gefunden, großartig. Und es wird jetzt so langsam dunkel. Deswegen ist jetzt hier Ende. Danke, dass ihr dabei wart. Schaut doch mal beim Patrick genau auf dem Kanal vorbei. 1, 2, 3. Schon unterwegs. Voller Power, voller Kraft, voller Energie, warme wieder unterwegs. Du sagst es. Ja, und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die kleine crazy Tour heute. War jetzt schon geil. Postauto. Ja, fast vom Postauto geflohen. Ja, ihr dürft gerne das nächste Mal wieder dabei sein. Macht's gut. Bye, bye. Ganz zum Schluss noch, hatte ich fast vergessen. Wenn ihr auf eine Overnight hier Bock habt, in dieser Gegend, mit uns beiden Affen, yeah, dann dürft ihr mich das gerne wissen lassen und den Patrick auch in Form von Kommentaren oder Likes. Wir werden auf jeden Fall nochmal hier hinkommen, uns das Ganze hier nochmal genauer anschauen, dann hier übernachten und mal gucken, was wir hier sonst noch so alles Interessantes finden. Das ist auf jeden Fall eine super Gegend hier zum Exploren. Also, macht's gut. Goodbye, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.